ein düsteres Marktumfeld umgibt Bitcoin. Darauf weist zumindest die bisherige Abflussserie der Bitcoin-ETFs hin. Unsicherheiten in der US-Wirtschaft und Deflationsängste in China führen zu anhaltenden Abflüssen aus Bitcoin-ETFs. Investoren zogen in den letzten 8 Tagen etwa 1,2 Milliarden US-Dollar aus den 12 US-Bitcoin-ETFs ab. Diese Abflüsse führten dazu, dass der Bitcoin-Kurs letzte Woche unter 53.000 US-Dollar fiel, sich aber mittlerweile erholt hat. Stefan Lübeck von BTC Echo erklärt, dass die jüngste Negativserie den seit März andauernden Aufwärtstrend der Zuflüsse beendet hat. Jim Bianco berichtet, dass ETF-Halter auf großen Verlusten sitzen und das institutionelle Interesse ausblieb. Bianco meint, Retail-Touristen zeigen, dass Bitcoin-ETFs noch nicht von traditionellen Finanzinstituten angenommen wurden. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.